Liebe Freunde des Trendfolgetradings, herzlich willkommen bei unserer Ausbildung zum Trendfolgetrader. Heute sprechen wir über William O'Neill und die Ken-Skim-Strategie. Eine der besten Trendfolgestrategien, die ich kenne. Sie wird in dem Buch „Wie man mit Aktien Geld verdient“ aus dem Börsenbuchverlag ausführlich vorgestellt. Ich habe das hier über den Kindle Cloud Reader geöffnet. Dieses Buch gehört zu den 10 besten Börsenbüchern, die ich kenne, und ich möchte Ihnen empfehlen, das auf jeden Fall zu lesen. Was macht das Buch so besonders? William O'Neill stellt in dem Buch einmal seine Strategie vor, und die Strategie, die Ken-Slim-Strategie, geht darum, wie man die größten Gewinneraktien in der Geschichte der Wall Street herausfindet. William O'Neill hat sich gefragt, welche gemeinsamen Eigenschaften hatten die größten Gewinneraktien, die es jemals an der Wall Street gab, vor ihren starken Anstiegen. Und dann hat er etwas sehr Wertvolles gemacht, was mir persönlich auch sehr viel weitergeholfen hat. Ich klettere mal durch, dass man das sieht. William O'Neill hat wirklich stellt in dem Buch 100 Charts vor, 100 kommentierte Charts mit den größten Kursbewegungen. Er schaut sich im Jahr 1914 an, wie Bethlehem Steel ausgesehen hat vor dem großen Kursanstieg. Er schaut sich im Jahr 1915 an, wie General Motors vor dem großen Kursanstieg ausgesehen hat. Er schaut sich 1926 IBM an vor dem großen Kursanstieg. Und so geht er durch die ganze Börsengeschichte durch und hat recherchiert, welche gemeinsamen Eigenschaften diese großen Gewinneraktien vor ihren starken Kursanstiegen hatten. Und die Ken-Slim-Strategie ist nun ein siebenstufiger Investmentprozess, mit dem man genau diese Art von Gewinneraktien identifizieren kann. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie diese Strategie von William O'Neill gerade aussieht. Ich blätter hier gerade durch, nicht mit dem Ziel, dass Sie hier da irgendwie mitlesen oder das miterkennen können, aber einfach, dass Sie sehen, welchen Mehrwert dieses Buch bietet, weil wir hier wirklich diese ganz ausführliche Analyse der Börsengeschichte durchgeführt haben. Darum ein geniales Buch ist die Pflichtlektüre. So. Genau, worum geht es in diesem Buch? Es geht darum, die großen Gewinner am Aktienmarkt ausfindig zu machen. Und Ken-Slim ist ein siebenstufiger Investmentprozess, der dabei hilft, die führenden Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. So ist der inhaltliche Aufbau des Buches. Ich darf dieses Buch verwenden mit freundlicher Unterstützung vom Börsenbuchverlag. Ein großes Dankeschön an Sebastian Grebe, der mir das erlaubt hat, Passagen aus dem Buch für die Webinare mit zu zeigen. Das Buch ist so aufgebaut, Ken-Slim ist ja ein Kunstwort. Ken-Slim ist ein Kunstwort, das aus 7 Buchstaben besteht. Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Jeder Buchstabe erfüllt quasi eine Anlagerichtlinie, die eingehalten werden muss. Der Buchstabe C steht zum Beispiel für Current Big or Accelerating Quarterly Earnings and Sales per Share. Er möchte quasi, William O'Neill möchte Aktien haben, die ein auf Quartalsbasis stark steigende Umsätze und Gewinne vorzeigen können. Der Buchstabe A steht für Annual Earning Increases. William O'Neill möchte Aktien haben, die auch auf Jahressicht ein deutliches Gewinnwachstum vorweisen können. Der Buchstabe N in Ken-Slim, der dritte Buchstabe, steht für neue Unternehmen, neue Produkte, neue Managements, neue Hochs. William O'Neill sagt, man muss sich auf Aktien konzentrieren, die irgendetwas neu machen. Warum? Nur durch etwas Neues kann starkes Wachstum entstehen. Stellen Sie sich einfach die deutsche Lufthansa vor. Wird die deutsche Lufthansa im nächsten Jahr organisch um 50% wachsen? Nein, das ist nahezu ausgeschlossen.
Die deutsche Lufthansa hat nichts Neues, nichts, was auf einmal die Spielregeln verändert. Oder schauen wir uns die Allianz an. Wird die Allianz nächstes Jahr 1,50% wachsen? Nein, auch das ist organisch nahezu ausgeschlossen, weil auch die Allianz, die macht ja nichts Neues. Die hat ihr etabliertes Geschäftsmodell, sie verkauft Versicherungen, aber damit starkes Umsatz- und Gewinnwachstum entstehen kann, müssen die Firmen irgendetwas Neues machen, mit dem sie den Markt aufrollen können. Im Jahr 1990 war das Neue zum Beispiel das Internet. Und Cisco hat die Hardware verkauft, die für das Internet notwendig war, für den Aufbau der Netze. Also die Cisco-Aktie hat dadurch hohe Umsatz- und Gewinnsteigerungen gehabt und hat um über 75.000% zugelegt. Das ist etwas Neues. N steht auch für neue Hochs. Leonie sagt, man kauft die Aktien dann, wenn sie neue Hochs machen. Wenn sie aus soliden Konsolidierungen, die Chartmuster, die er damit meint, stelle ich nachher vor, wenn sie ausbrechen und neue Hochs markieren. Kommen wir zum Buchstaben S. S steht für Supply and Demand. Umsatzstarke Nachfrage an entscheidenden Punkten. Wenn eine Aktie nach oben ausbricht und anfängt zu steigen, dann soll das Handelsvolumen zunehmen an diesen entscheidenden Punkten. Übrigens das gleiche Prinzip, wie wir es ja auch von Daniel Zenger kennen. Buchstabe L steht für Leader or Laggard. Marktführer oder Nachzügler. William O'Neill sagt, dass sie auf die Marktführer setzen sollen. Kaufen Sie die führenden Aktien in einer Branche, alles andere führt zu nichts. Der größte Fehler ist es, den man als Brancheninvestor machen kann, dass man auf einen Branchennachzügler setzt, auf eine Firma, die deutlich schlechter ist, die weniger Gewinne macht. Gute Beispiele sind zum Beispiel Yahoo und Google. Google war dominant seit dem IPO, Google war die bessere Firma. Wer auf Yahoo gesetzt hat, hat keine Freude gehabt. Wer auf den Leader, auf den Marktführer gesetzt hat, Google, der hat große Freude gehabt. Also immer auf die Marktführer setzen. Es gibt ja auch den schönen Begriff der Accumulative Advantage. Wenn man am Anfang einen kleinen Vorteil hat im Kapitalismus, dann wird dieser Vorteil meist immer, immer größer. Man kann sich eine Pflanze vorstellen im Wald, eine Waldpflanze, die gemeinsam wächst mit vielen anderen Pflanzen am Boden, auf dem Waldboden. Das Tageslicht ist begrenzt, auf den Waldboden dringt wenig Licht vor. Und die Pflanze, die es als erste schafft, dass sie ihre Blätter ausstreckt, mit ihren Blättern über allen anderen Pflanzen ist, die bekommt das meiste Licht. Am Anfang kann diese Pflanze einen Vorteil gehabt haben von nur einem halben Zentimeter vor den anderen Pflanzen. Aber dieser kleine Vorteil von einem halben Zentimeter, der führt dazu, dass ihre Blätter am meisten Licht einfangen können. Sie kann stärker wachsen, sie wächst noch schneller, ihre Blätter werden noch größer, ihre Blätter werfen Schatten auf die anderen Pflanzen. Das heißt, dieser ganz kleine Anfangsvorteil, der baut sich immer weiter auf und wird zu einem immer größeren Vorteil. Und so läuft es im Wirtschaftsleben ja auch sehr oft. Wir haben die erfolgreichen Firmen bekommen, die besten Mitarbeiter, die erfolgreichen Firmen können am meisten Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben. Und somit führt auch hier ein kleiner Vorteil zu immer größeren Vorteilen. Darum merken Sie sich, setzen Sie auf die marktführenden Aktien. Kapitel 8, institutionelle Förderung, bedeutet, man soll die Aktien aussuchen, wo die Fonds gerade einsteigen. Und das ist zum Beispiel eine Auswertung, die die MarketSmith-Software ermöglicht. Man kann hier den institutionellen Anteil untersuchen, ob der zunimmt oder abnimmt. Kapitel 9 handelt von der Marktrichtung, was einfach so viel bedeutet. Eine Aktie kann noch so gut sein, wenn der Gesamtmarkt extrem schlecht ist, dann kann auch dieser eine Aktientrade zunichte gemacht werden. Im Optimalfall, naja,
die Schlussfolgerung aus diesem Kapitel 9 ist nicht so ganz klar, weil darum tendiere ich eigentlich dazu, das zu streichen, weil wir werden nachher sehen, man kann nicht sagen, dass man nur dann handeln sollte, wenn der Markt gerade bullisch ist, weil die größten Gewinneraktien in der Geschichte der Wall Street haben vor allem in schwachen Marktphasen angefangen zu steigen. Darum dieses Kapitel Marktrichtung, wie Sie die erkennen können, würde ich mit Vorbehalt genießen. Hier sind die Methoden nicht sehr, in der Praxis nicht wirklich erfolgsversprechend. Also das hier, Kapitel 9, müssen wir nicht so beachten. Genau. Das Schöne an dem Buch ist, William O'Neill fängt an, indem er erst einmal die grundlegende Philosophie erklärt, die Anleger mitbringen sollten. Erfolgreiche Trader haben Verhaltensweisen, die nicht erfolgreiche Trader eben nicht haben. Und diese Verhaltensweisen fasst William O'Neill folgendermaßen zusammen. Ein erfolgreicher Anleger lernt, das zu tun, was die meisten Anleger nicht zu tun bereit sind, schreibt O'Neill. Die meisten Anleger verwenden keine Charts als Hilfe für ihre Investmententscheidungen. Sie schaffen es nicht, Aktien zu kaufen, die neue Hochs erreichen und haben nicht den Mut, alle Verluste konsequent auf 8% zu begrenzen. Das ist seine Einstiegsphilosophie. Er geht immer bei 8% minus, geht er raus. Und noch weniger Anleger bringen es übers Herz, eine Aktie zum höheren Preis zurückzukaufen, die sie zuvor zu einem günstigeren Preis mit Verlust verkauft hatten. So verhalten sich 90% der Anleger. Und daraus kann man folgern, das darf man nicht machen. Wir, die erfolgreichen Trendfolgetrader, kaufen Aktien, wenn sie aus dem Weg nach oben sind. Wir verbilligen Aktien niemals, wenn sie fallen, sondern wir kaufen, wenn dann zu, wenn wir im Plus notieren. Wir als erfolgreiche Trader verfallen nicht dem Irrglauben, dass wir Nachzügler kaufen wollen, dass wir Aktien kaufen wollen, die optisch günstig aussehen, die am Boden liegen. Nein, wir folgen dem Erfolg. Wir wollen eine erfolgreiche Firma, wir wollen die Leader. Wir kaufen Aktien, die in der Nähe ihrer Jahreshoch sind. Der erfolgreiche Anleger hat auch gelernt, er ist kein Angsthase. Viele Anleger machen den Fehler, sie wollen nur Aktien kaufen mit niedrigen KGVs, mit hohen Dividendenrenditen oder mit die auf ihrem Buchwert notieren. William O'Neill hat gelernt oder hat recherchiert, dass die größten Aktiengewinner, die Geschichte der Wall Street ausgespuckt hat, dass die eher hohe KGVs hatten, hohes Wachstum. Sprich, wenn wir eine Wachstumsaktie haben, ist die Schlussfolgerung, dann dürfen wir uns nicht von einem hohen KGV irritieren lassen, weil das KGV hat überhaupt keine Bremsenbedeutung. Im Gegenteil, die Aktien, die anfangen zu steigen, die Wachstumsfirmen, die haben hohe KGVs. Also Fazit: auf keinen Fall von hohen KGVs vor einer Position zurück schrecken lassen. Ich zeige hier ein paar Beispiele, auch die TraderFox-Philosophie, was man tun muss, was die wenigsten Anleger zu tun bereit sind. Zum Beispiel Aktien kaufen nach Gap-Ups. Hier, Gap-Ups, der Trade-Desk macht ein 25% Gap-Up. Kein normaler Anleger kauft, 90% der Anleger wird ein solches Gap-Up nie kaufen. Wenn sie zu den 10% der Tradern gehören, die bereit sind, ein solches Gap-Up zu kaufen, dann haben sie einen Vorteil. Und so ist es auch. So, die größten Fehler, die Trader machen können, sind stur an Verlusten festhalten, Aktien in fallende Kurse hineinkaufen, machen wir nicht, wir verbilligen nicht. Angst vor Aktien haben, die gestiegen sind. Anfänger haben Angst vor Aktien, die gestiegen sind. Typischer Anfängerfehler, müssen wir nicht. Anfänger oder nicht erfolgreiche Anleger haben keine Strategie, sie haben keinen Plan, sie haben keine Regeln, sie halten sich oder sie halten sich nicht an ihre Regeln. Diese Fehler machen wir nicht. Die größten Stockpicking-Geheimnisse der Geschichte der Wall Street. Wir studieren jetzt die größten Gewinneraktien in der Geschichte der Wall Street. Welche gemeinsamen Eigenschaften können wir erkennen?
Prinzek. Großer Trend im Jahr 1958. Ein neuartiges Produkt, eine automatische Kegelerkennung für Bowlingbahnen. Ja. Damals sind die Bowlingbahnen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jeder wollte zum Bowling gehen. Ich persönlich konnte die Begeisterung dem Sport nie nachvollziehen, also mir hat das nicht sonderlich Freude bereitet. Aber damals ein ganz großer Trend, ein Top-Konsumprodukt, der Trend schlechthin, Bowling. Ja, Punzwick hatte hohes Wachstum. Sind die Quartalszuwächse, hier sind die Zuwächse von Quartal zu Quartal. Dann fing die Aktie an, während einer Blase des Gesamtmarktes, und dieses Muster müssen Sie sich merken hier, Gesamtmarktschwäche, Gesamtmarkt sehr schwach, haben die Aktie geht auf neue Hochs. Konträres Verhalten zum Gesamtmarkt, neue Hochs, begleitet von hohen Volumenanstiegen. Die Ausbruchsphasen begleitet von hohem Volumen. Wir merken uns, Aktie hat hohes Gewinnwachstum und geht in einer schwachen Marktphase auf neue Hochs. Und die Anstiegsphasen laufen mit hohem Volumen. Walmart hat ganz Amerika aufgerollt mit den Walmart Stores. Hier sieht man den Zeitraum von 1980 bis 1983. Die Aktie ist gestiegen von 30 Cent auf 80 Dollar. Nochmal. Die Aktie ist gestiegen von 30 Cent auf 80 Dollar. Mal kurz eine Verdreihundertfachung hingelegt innerhalb von 4 Jahren. Eine Verdreihundertfachung, geil verrückt. Aber auch hier sehen wir ein deutliches Wachstum der Unternehmensgewinne. Wir sehen neue Hochs in der Aktie und wir sehen Volumenanstiege in den Ausbruchsphasen. Hier das beste Beispiel. Und hier machen wir die Can-Slim-Strategie mal exemplarisch durch. Weil die Cisco-Aktie hat die Can-Slim-Kriterien perfekt erfüllt. Vor ihrem Kursanstieg um 75.000%. Die Aktie ist um 75.000% gestiegen. Innerhalb von 10 Jahren. Das ist der Wahnsinn. Okay. Schauen wir uns an, wie die Fundamentaldaten aussehen. Der Buchstabe C in der Can-Slim-Strategie steht für hohes Wachstum auf Quartalsbasis. Cisco hatte 9 Quartale hohes EPS-Wachstum gehabt. 396% Umsatzwachstum gehabt. 145% prognostiziertes Wachstum im Jahr 1993. 257% jährliches Gewinnwachstum. Es hat sich um eine Wachstumsaktie gehandelt. Der Buchstabe C ist erfüllt und der Buchstabe A ist erfüllt. Vielleicht mache ich das nochmal im Buch auf. Moment, ich gehe zur Inhaltsübersicht. Ja, theoretisch geht es auch viel. Ah, hier geht es schneller. So, Moment. Ach, es lädt. Ich schaue mal, was mein DAX-Bot macht. Im Trailfox System Trading Room. Der hat wieder eine Position gekauft. Heute war ein guter Tag. 1000 Euro sind wir halt schon vorne. Bei der dynamisierten Neodava-Strategie läuft die WW Entertainment Position um. Also das Robo-Trading läuft in den letzten und liegt diese Woche ausgezeichnet, so geht es hoffentlich weiter. So, jetzt hat er hoffentlich geladen, ja, hat geladen.
Okay, ich wollte zum Inhaltsverzeichnis, damit wir basierend am Chartbild von Cisco Systems mal die Regeln der Kennstim-Strategie durchprüfen können. Ja, was ist denn da los? Das stört mich jetzt, ich mache das Buch jetzt zu. Und stellen Sie sich einfach den Buchstaben Kennstim vor hier. Kennstim, 7 Buchstaben. Jetzt überprüfen wir das Regelwerk basierend auf diesen 7 Komponenten am Beispiel von Cisco. Die Buchstaben C und A stehen für die Wachstumsraten auf Quartalsbasis und auf jährlicher Basis. Cisco hat hohes Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Buchstaben C und A sind erfüllt. N steht für neu. Die Aktie muss neue Hochs machen. Hat sie gemacht. Hat sie hier gemacht. Neue Hochs. Während einer Marktkorrektur ein sehr positives Zeichen. Cisco hatte auch neue Produkte. Cisco war der Infrastrukturanbieter für das Internet. Cisco hat das Internet gebaut, so sagte man damals. Also etwas Neues, ganz klar. Buchstabe S, Supply and Demand. Die Aktie steigt und das Volumen, hier sehen Sie, wie das Volumen zunimmt. Die Aktie macht diese Anstiegsphase von 13 Cent auf 25 Cent und hier das Volumen nimmt zu. Das Volumen geht mit nach oben. Also Buchstabe S auch erfüllt. Leader. Ist Cisco eine Leader-Aktie? Ja. Extrem hohe Bruttomarge, 33% gute Gewinnmarge, 36% Eigenkapitalrendite. Von den Fundamentaldaten ein Leader und auch von der Börsenentwicklung ein Leader. Das wollen wir haben. Wichtig. KGV ist 30, Kursbuchwertverhältnis ist 7. Wenn man Aktien handelt nach der Kennstim-Strategie, dann sollten die KGVs so hoch sein. Kommen Sie auf keinen Fall, sich abhalten zu lassen, nur weil das KGV hoch ist. Das gehört so. Hohe KGVs signalisieren Wachstumserwartungen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Die Cisco-Aktie erfüllt perfekt die Voraussetzungen der Kennstim-Strategie. Und jetzt ist die Frage, wann steigen wir ein? Wenn wir eine solche Aktie wie Cisco Systems entdeckt haben, die fundamental ein Leader ist, die auf die Wachstum zeigt, dann warten wir auf eine stabile Basis ab, wann wir einsteigen. Und die stabilen Basen, die William O'Neill nennt, sind Kaffee-Fender, doppelte Boden, Flat Faces oder Flaggen. Das sind die Chartmuster, die O'Neill handelt. Man erkennt das hier. Hier ist eine Tasse mit Henkel. Er mag diese U-förmigen Konsolidierungen. Eine Tassenformation sagt im Endeffekt aus, dass wir eine solche U-förmigen Konsolidierungsverlauf haben. Weil während dieser U-förmigen Konsolidierungen werden die Trader rausgedrängt. Diese langen Konsolidierungen, die drängen die Trader raus. Und wenn keine Trader da dabei sind, die schnell Gewinne realisieren wollen, sind diese Anstiege vermutlich auf Investoren zurückzuführen. Und es sind Investoren drin und die halten ihre Aktien gerne. Sprich, die Aktien tendieren dazu, nach oben durchzuziehen. Und jetzt zeige ich mal, wie man diese Kennstim-Strategie in der Praxis umsetzen kann. Ich bin auf www.traderfox.com. Ich gehe auf das Guru Desk William O'Neill. Hier haben wir Screenings rund um die William O'Neill Strategie bereitgestellt. Wir haben hier einmal eine Anleitung und eine Liste mit, und diese Liste ist sehr wertvoll, mit den Top-Wachstumsaktien der Welt, die diese Buchstaben C und A erfüllen. Hier haben wir Aktien,
mit hohen Wachstumsraten auf Quartalsbasis und auf Jahresbasis. In dieser Liste wird TreyerFox.com einmal in der Woche aktualisiert. Softwaregestütztes Screening. Haben Sie die stärksten Wachstumsaktien von Amerika? Und basierend auf dieser Liste kann man dann den Chartsignalen folgen. Wir haben dann hier ein Screening bereitgestellt mit den Chart-Breakouts. Wenn eine Aktie aus dieser Liste der Top 150 Wachstumsaktien neue Hoch macht, der Buchstabe N, oder aus Flat Basis ausbricht, hier, oder aus Cup with Handles ausbricht, dann bekommt man das hier in Echtzeit gescreent. Hier bekommen Sie die Breakouts aus Chartsbasen, wie sie William O'Neill propagiert hat. Top-Wachstumsaktien der Welt, wenn sie nach oben ausbrechen, bekommen Sie hier im Screener mitgeteilt. Hier finden Sie die Aktien, die noch in Informationen drin sind. Hier haben wir eine Long-Term Flat Base Formation. Hier haben wir auch eine Long-Term Flat Base Formation, die die TraderFox Software erkennt. Und hier kauft man die Breaks nach oben. Hier haben wir auch eine Long-Term Flat Base Formation. Sehr schön. Also im Endeffekt, die Strategie ist zweigeteilt, wie man hier vorgehen muss. Man hat einmal diese Liste, wo die Top 150 Wachstumsaktien drin sind. Und dann hat man hier die Chart-Breakouts. Wenn diese stärksten Wachstumsaktien der Welt auf neue Hochs durchziehen. Das haben wir hier noch hinterlegt. Genau, hier sind noch die Top-Wachstumsaktien nach einem anderen Screening-Verfahren. Und hier sind die stärksten Wachstumsaktien der Welt sortiert nach dem Abstand zum 52-Wochen-Hoch. Und hier gibt es jetzt das stärkste Signal überhaupt, dass Sie es so durchführen müssen. Das auf diesem Muster basiert, auf diesem mustergültigen Beispiel von Cisco. Kaufen Sie das Buch, wie man mit Aktien Geld verdient. Und dann schauen Sie den Chart von Cisco Systems Tag und Nacht an, so dass er in Ihrem Gedächtnis verankert ist, dass Sie wissen, wie dieses Chartbild aussieht. Und ich mache immer Folgendes. Meine größten Trades und anderen sind auf dieses Auswahlverfahren zurückzuführen. Wenn der Gesamtmarkt mal korrigiert, wenn die Börse 10% verloren hat von ihrem Haus, wir haben hier diese Marktkorrektur. Dann haben 90% der Marktteilnehmer haben keinen Bock mehr auf die Börse. Aber sie gehören zu den 10%, die Lust haben, weil sie wissen, dass jetzt sich die ganz großen Gewinneraktien zu erkennen geben können. Wenn der Markt korrigiert hat, dann wollen sie wissen, welche der Top-Wachstumsaktien gerade neue Hochs machen. Und das können sie mit diesem Screening perfekt. Gehen Sie vor allem in schwachen Gesamtmarktphasen auf TraderFox.com, öffnen Sie diesen Screener und schauen Sie an, welche der stärksten Wachstumsaktien der Welt jetzt nach oben durchziehen. Und dann können Sie hier bei uns in der Infobox sich die Fundamentaldaten anschauen, schauen Sie die Umsatzentwicklung an, schauen Sie die Umsatzprognosen an. Schauen Sie hier finden Sie Kurzbeschreibungen mit den Fundamentaldaten. All das ermöglicht das TraderFox Trading Desk. Ich zeige Ihnen mal, wie es geht. Sie klicken auf eine Aktie drauf zum Beispiel und dann hier am rechten Rand ist das Infofeld ausgefüllt und dann können Sie hier sofort die Infobox öffnen mit allen Daten und Nachrichten zu Adobe in dem Fall. Sie kommen auch direkt da drauf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aktie, klicken Sie dann auf Infobox öffnen und dann können Sie sich sofort über die stärksten Wachstumsaktien der Welt informieren. Und das haben wir bei TraderFox gebaut und das hat meine Research so vereinfacht. Wir haben dieses Muster, ein wachstumswertes Screening. Zweitens, der Abstand vom Hoch, die Chartsignale, die Chart-Breakouts.
Und das haben wir verknüpft mit den fundamentalen Infos, die man sich sofort zu jeder Aktie anzeigen lassen kann. Wenn ich hier auf Cintas klicke und der Chart öffnet sich zu Cintas, dann kann ich hier mir sofort alle Fundamentaldaten auf Traderfox.com anzeigen lassen. Mit den Umsatz- und Gewinnschätzungen für die nächsten 4 Jahre. Und das ist genial. Das ist genial. Das heißt, wir haben bei Traderfox eine perfekte Art und Weise gefunden, wie man diese Canceling-Strategie von William O'Neill nachbauen kann. Was wir auch gebaut haben, wir haben dazu eine Diskussionsgruppe gestartet. Ich öffne hier mal den Chat, dann gehe ich auf die Gruppe. Dann gehe ich auf die Gruppe. Trendfolgetrading nach Darvas und O'Neill. Ich öffne diese Gruppe und da diskutiert zum Beispiel dann der Oliver Nagel den ganzen Tag über Darvas Aktien, über Canceling Wachstumsaktien. Das heißt, hier finden Sie eine umfangreiche redaktionelle Kommentierung. Darüber hinaus haben wir noch ein wöchentliches Webinar. Wenn Sie, wie Oliver, der schaut sich immer die besten Wachstumsaktien der Welt an und stellt diese Firmen dann vor. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Als TraderFox-Kunde bekommen Sie hier auch können auch die Aufzeichnung ansehen hier. Oliver Nagel stellt hier jede Woche einfach die Firmen vor. Hier, er bespricht die Top-Wachstumsfirmen der Welt, erzählt die Stories da dahinter. Aber ich habe es falsch aufgemacht. Hier ist der aktuelle Trendfolge-Stammtisch hier. Genau, und da stellt Oliver diese Top-Wachstumsfirmen der Welt vor. Und glauben Sie mir, wenn Sie wissen, was diese Top-Wachstumsfirmen der Welt machen, wie die ihr Geld verdienen, dann tun Sie sich auch viel leichter, die charttechnischen Ausbrüche zu kaufen. Dann wissen Sie, dass der Trader den ganzen Werbemarkt revolutionieren kann mit der Wachstumsstrategie. Und dann kaufen Sie auch mal so ein Chartsignal. So geht es zumindest mir. Wenn ich nur 150 Charts angucke und ich weiß nicht, was die Firmen machen, dann tue ich mich schwer. Wenn ich aber diese Kombination habe, diese Harmonie von Chart und von Unternehmensfantasie. Ich verstehe die Firma, ich verstehe das Geschäftsmodell. Und dann macht diese Firma, von der ich das Geschäftsmodell verstehe, ich bin überzeugt davon, macht in einer schwachen Marktphase neue Hochs, dann weiß ich, dass ich kaufen muss. Ja, und dieses Paket rund um Canceling William O'Neill haben wir aufgebaut bei TraderFox. Und da bin ich sehr, sehr stolz darauf. So, gibt es Fragen zur Canceling-Strategie? Genau, O'Neill stellt bei -8% glatt. Wenn man das mit einem Zertifikat abbildet, muss man das umrechnen. Bei einem Zertifikat mit Hebel 3 wäre das Ausstiegssignal dann bei -28 zum Beispiel. Genau, ich schicke die Aufzeichnung auch rum. Hammer cool, super, viel Lob. Wer würde für sich sagen, für mich ist die Canceling-Strategie was? Bitte mal Ja reinschreiben. Oder mal Nein. Also wer findet die Strategie gut? Schreiben Sie mal Ja oder Nein. Okay, ist richtig gut. Ist richtig gut, ja. Genau, jetzt fragen die Leute nach den Preisen von der TraderFox Software. Sie haben Zugriff auf sämtliche Screenings für 29 Euro im Monat hier. 29 Euro, dann haben Sie Zugriff zu allen Softwarefunktionen. Und wenn Sie Live-Trading noch dazu abonnieren, dann haben Sie diese redaktionelle Kommentierung und die Videoformate für 49 Euro im Monat. TraderFox hat ein ganz transparentes, einfaches Preisprinzip, damit Sie viel Spaß haben. Habe ich persönlich den 8% Stopp Umsätze? Nein, ich habe ein anderes Riskmanagement. Ich platziere keine Stops direkt in den Markt. Ich habe ein Riskmanagement
das überwiegend vom Portfoliogedanken, vom Gesamtkapitalgedanken getrieben ist. Aber das kann ich mal anderweitig, kann ich das mal vorstellen. Ja, bei dieser Ausbildung zum Trendfolgetrader haben wir jetzt schon den Eardavas und Davas Ansatz kennengelernt, denn wir haben schon ein automatisiertes Handelssystem kennengelernt. Wir haben jetzt den William O'Neill Ansatz kennengelernt. Und somit denke ich, gehen wir den Weg in die richtige Richtung. Sie werden in den nächsten 4 Webinaren, die noch kommen, weitere interessante Trendfolgestrategien kennenlernen, so dass Sie nach allen 7 Webinaren in der Lage sind, für sich eine geeignete Trendfolgestrategie auszuwählen. Wir werden noch eine hammergeniale Strategie vorstellen. Und zwar eine Trendfolgestrategie, die Trendstabilität mit Hebel und Optionen kombiniert. Das als Ausblick. Mache ich vermutlich schon übernächste Woche. So, jetzt bedanke ich mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Die Aufzeichnung verschicke ich dann auch wieder per E-Mail über den Verteiler. Und jetzt wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.